Jacqueline Velasco Martinez wurde am 20. Oktober 2001 in der Gemeinde Mercaderes im Departement Cauca, Kolumbien, geboren. Die Geburt von Jacqueline erfüllte ihre Eltern, Vater José Velasco und Mutter Flor Alba Martinez, mit Freude. Von frühester Kindheit an war Jacqueline von Liebe und Fürsorge ihrer Angehörigen umgeben. Sie spielte gern mit anderen Kindern, verbrachte Zeit mit ihren Eltern und sang gerne. Als sie 9 Jahre alt war, beschloss ihre Familie, in die Stadt Cali zu ziehen. Dort sollte das Mädchen mehr Möglichkeiten zum Lernen und zur Entfaltung haben. Diese Entscheidung war für Jacqueline in gewisser Weise schicksalhaft. Nach dem Umzug zog die Familie Velasco Martinez bei einer Verwandten namens Gloria Córdoba ein. Sie war die Tante von Flor und besaß ein kleines Schnellrestaurant im Viertel Santander. Zu dieser Zeit war die Frau mit einem Mann namens Oscar Eduardo Cadavid liiert. Letzterer war erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine Strafe wegen versuchten Mordes und illegalen Waffenbesitzes verbüßt hatte. Jacquelines Eltern freuten sich über die Veränderungen in ihrem Leben. Für sie eröffneten sich nun neue Möglichkeiten. Gleich nach dem Umzug begann Flor im Restaurant ihrer Tante zu arbeiten. Ihre Lehrerin beschrieb Jacqueline als ein kluges, freundliches und fleißiges Mädchen mit einem strahlenden Lächeln. Obwohl Jacqueline sich bereits an den neuen Ort gewöhnt hatte, vermisste ein Teil von ihr immer noch ihr Leben in Mercaderes. Die Eltern des Mädchens bemerkten ihre Sehnsucht. Sie versprachen ihr sogar, dorthin zurückzukehren, aber erst, wenn sie ihr Studium abgeschlossen hatte. Leider sollten die Wünsche von Jacqueline und ihren Eltern nicht in Erfüllung gehen. Am 7. September 2012 sahen die Angehörigen des Mädchens sie zum letzten Mal lebend. An diesem Tag verließ Jacqueline ihr Zuhause und ging zur Arbeitsstelle ihrer Mutter. Gegen 4 Uhr nachmittags erzählte das Mädchen ihrer Mutter, dass sie mit Onkel Oscar in die Bäckerei gehen und dann nach Hause fahren würde. Kurz vor 5 Uhr abends kam Flor von der Arbeit zurück. Jacqueline war immer noch verschwunden. Das beunruhigte die Frau und sie rief ihren Mann an, um zu fragen, ob das Mädchen bei ihm sei. Die Antwort des Mannes war negativ. Daraufhin machte sich die Frau auf den Weg, um ihre Tochter im Haus ihrer Tante zu suchen. Auf dem Weg dorthin fragte sie auch einige Nachbarn. Es stellte sich heraus, dass keiner von ihnen das Mädchen gesehen hatte. Und im Haus ihrer Tante war sie auch nicht. Schließlich versuchte Flor, Oscar anzurufen, aber der Mann reagierte nicht auf ihre Anrufe. Später versuchte José, den Mann anzurufen. Dazu benutzte er das Telefon seines Freundes. Diesmal ging Oscar ran. Er sagte, er wisse nicht, wo das Mädchen sei. Angeblich hatte er sie nicht einmal gesehen. Von diesem Moment an begann die Suche nach dem Kind. Die Eltern suchten in der ganzen Nachbarschaft nach ihr. Sie gingen in einen nahegelegenen Park und befragten die Anwohner, aber niemand wusste etwas über Jacquelines Verbleib. Also gingen sie zur Polizeiwache und versuchten, ihre Tochter als vermisst zu melden. Die Polizeibeamten sagten jedoch, dass sie gemäß den Vorschriften 72 Stunden warten müssten. In der Zwischenzeit war die Nacht hereingebrochen. Mit ihr schwand die Hoffnung, Jacqueline zu finden. Nachdem sie die ganze Nacht nach ihr gesucht hatten, kehrten ihre Eltern am Morgen auf die Polizeiwache zurück. Schließlich gelang es ihnen, die Hilfe der Behörden in Anspruch zu nehmen, die entgegen der Vorschriften mit der Suche nach dem Kind begannen. In der gesamten Nachbarschaft wurden Flugblätter mit einer Beschreibung des vermissten Mädchens ausgelegt. Nach Angaben der Mutter trug das Mädchen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine weiße Bluse, einen roten Rock und rote Sandalen. Leider blieben die Bemühungen der Behörden und der Angehörigen des Mädchens ergebnislos. Stunden und Tage vergingen, aber es konnte keine Spur gefunden werden. Bald zogen die Ermittler die Hypothese in Betracht, dass Jacqueline das Haus freiwillig verlassen haben könnte. Diese Version erhärtete sich, als die Ermittler mehrere intime Fotos auf dem Computer des Kindes fanden. Die Polizeibeamten kamen zu dem Schluss, dass das Mädchen mit einem Jungen weggelaufen war. Nach Ansicht von Jacquelines Eltern konnte dies jedoch nicht stimmen. Sie erklärten, dass ihre Tochter kaum das Haus verließ und ein unschuldiges Kind war. 3 Tage nach dem Verschwinden des Mädchens meldete sich die erste Zeugin. Sie war eine Angestellte eines örtlichen Lebensmittelgeschäfts.
Sie sagte, sie habe gesehen, wie Jacqueline am Nachmittag in einen grauen Pickup eingestiegen sei. Zu diesem Zeitpunkt standen die Polizeibeamten vor einer neuen Herausforderung. Sie mussten herausfinden, wem das Auto gehörte. Außerdem kamen die Ermittler, die den Fall bearbeiteten, zu dem Schluss, dass hinter dem Lenkrad des Wagens wahrscheinlich jemand aus dem Bekanntenkreis des Mädchens saß. Also begann die Polizei unter den Verwandten und engen Freunden des vermissten Mädchens nach Hinweisen zu suchen. Sie vermuteten, dass einige von ihnen einen ähnlichen Pickup besessen haben könnten. Die Polizeibeamten fanden bald heraus, dass Oscar ein Fahrzeug besaß, das mit den Spezifikationen übereinstimmte. Die Beamten befragten Jacquelines Eltern erneut. Sie wollten wissen, ob das vermisste Mädchen mit dem Mann in Kontakt gestanden hatte. Flor erklärte, dass Oscar im Grunde ein Fremder sei, ihre Tochter ihm aber vertraue. Außerdem sei kein unangemessenes Verhalten beobachtet worden. Das Einzige, was Flor seltsam erschien, war, dass Oscar ihr nicht gesagt hatte, dass er Jacqueline am Tag ihres Verschwindens gesehen hatte. Dies erregte den Verdacht der Ermittler. Umso mehr, als weitere Zeugenaussagen bekannt geworden waren. Alle Befragten gaben an, dass sie das Mädchen in Oscars Begleitung gesehen hatten. Daraufhin wurde der Mann als Zeuge zur Polizei geladen. Bei der Vernehmung bestätigte der Verdächtige, dass das Mädchen ihn am Tag ihres Verschwindens begleitet hatte. Ihm zufolge gingen sie gemeinsam in ein paar Läden, um Lebensmittel für das Restaurant einzukaufen, und er fuhr sie dann nach Hause. Die Beamten waren ungläubig über die Aussage des Mannes. Sie baten Gloria, Flors Tante, ihnen Überwachungsvideos aus dem Restaurant zur Verfügung zu stellen, um die Version des Mannes zu untermauern. Eine Überprüfung des Videomaterials durch die Polizeibeamten ergab, dass Jacqueline Oscar tatsächlich begleitet hatte. Die Beamten baten den Mann daraufhin, den Weg zu zeigen, den er am Nachmittag des 7. September zurückgelegt hatte. Der Verdächtige führte sie zu einer Tankstelle, wo er getankt hatte. Die Angestellten der Tankstelle bestätigten, dass sie den Mann gesehen hatten. Anschließend gab er an, er habe das Mädchen nach Hause gebracht und sich mit einem Freund von ihm namens Castillo getroffen. Das Treffen fand in einem Einkaufszentrum statt und von dort aus gingen sie angeblich zum Haus des Freundes. Laut Oscar hat er dort den Nachmittag verbracht. Als die Behörden mit dem Freund des Verdächtigen Kontakt aufnahmen, bestätigte dieser seine Angaben. Da die Polizei keine Beweise gegen den Mann hatte, war sie gezwungen, ihn freizulassen und die Suche nach dem Mädchen fortzusetzen. Jacquelines Verschwinden sorgte in der Gemeinde für große Aufregung. Die Panik betraf auch die Schule, die das vermisste Mädchen besuchte. Lehrer und Schüler zogen in einem friedlichen Marsch durch die Straßen der Stadt und forderten die Behörden auf, eine effektive Suche durchzuführen. In der Zwischenzeit richteten die Behörden eine Hotline ein, bei der die Bürger anrufen konnten, um Informationen über den Verbleib von Jacqueline zu geben. Im Gegenzug setzte die Polizei eine Belohnung von 5 Millionen kolumbianischen Pesos aus. Als alle Mittel ausgeschöpft waren, bestand die Mutter des vermissten Mädchens darauf, dass die Polizei die Telefone von Oscar und seinem Freund Castillo analysiere. Die Aufzeichnungen der Telefongespräche zwischen den beiden Männern führten zu einer wichtigen Spur. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige gegen 19 Uhr, dem Tag des Verschwindens von Jacqueline, wiederholt seinen Freund und andere Personen anrief. Aber wenn Oscar ihm nahestand, warum mussten sie sich dann gegenseitig anrufen? Darüber hinaus ergab die Triangulation des Telefons des Verdächtigen Unstimmigkeiten mit den Orten, an denen er sich nach eigenen Angaben zu dieser Zeit aufhielt. So fiel der Verdacht erneut auf den Mann. Kurze Zeit später befragte die Polizei Castillo erneut. Während des Verhörs wurde Oscars Freund klar, dass er großen Ärger bekommen könnte, weil er ihn gedeckt hatte. Daraufhin änderte der Mann seine Aussage. Seiner neuen Version zufolge bat Oscar ihn zu sagen, dass er bei ihm war. Darüber hinaus verriet Castillo noch etwas anderes. Seine Worte beunruhigten die Polizeibeamten. Nach Angaben des Mannes holte Oscar ihn am späten Abend ab und sie gingen zum Waschen seines Pickups. Die Karosserie des Fahrzeugs war stark mit Schlamm verschmutzt. Castillo bemerkte, dass der Mann etwas ängstlich war und die Autowäsche so schnell wie möglich hinter sich bringen wollte. Nach dieser Aussage durchsuchten die Polizeibeamten das Fahrzeug des Verdächtigen.
Es gelang ihnen, einige Haare zu finden, die analysiert wurden und sich als Jacquelines Haare herausstellten. Dies war jedoch noch kein schlüssiger Beweis für das Verbrechen. Obwohl die Beweise auf Oscars Beteiligung hindeuteten, leugnete er selbst nicht, dass das Mädchen am Tag ihres Verschwindens im Auto saß. Aber die Ermittler gaben nicht auf. Sie suchten weiter nach Hinweisen und nahmen erneut die von dem Verdächtigen beschriebene Route. Diesmal überprüften sie auch die Kameras, die sich in der Nähe von Jacquelines Haus befanden. Erinnern Sie sich, dass Oscar sagte, er habe das Mädchen direkt zum Haus gefahren? Es gab nur eine Straße, die dorthin führte. Der Mann musste sie also benutzt haben. Nach der Analyse der Videoaufzeichnungen sahen die Behörden das Auto des Verdächtigen nie am Haus des Mädchens. Am 1. März 2013 schließlich, nach 6 Monaten intensiver Ermittlungen, der Sammlungen von Beweisen und der Aufdeckung von Ungereimtheiten, ordnete die Generalstaatsanwaltschaft die Verhaftung des Verdächtigen an. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann 39 Jahre alt. Er wurde im Restaurant seiner Lebensgefährtin verhaftet. Bei der vorläufigen Anhörung wurde der Festgenommene der Entführung des Mädchens beschuldigt. Während Oscar sich in der Haftanstalt befand, war Jacqueline immer noch verschwunden. Mehrere Wochen lang setzten die Behörden alles daran, den Mann dazu zu bringen, die Entführung zu gestehen und den Aufenthaltsort des Mädchens zu nennen. Trotzdem leugnete er weiterhin seine Beteiligung an ihrem Verschwinden. Jacquelines Eltern flehten Oscar an, ihnen den Aufenthaltsort des Mädchens mitzuteilen, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. In den folgenden Monaten bemühten sich die Strafverfolgungsbehörden und die Familie der Vermissten, sie zu finden. In dieser Zeit erhielt die örtliche Polizei eine überwältigende Anzahl von Berichten über Sichtungen von Jacqueline. Die Informationen kamen aus dem ganzen Land. Dies gab den Eltern des Mädchens Hoffnung, aber keine einzige Spur führte zu ihrem Verbleib. Eines Tages erhielt die Mutter des Mädchens einen Anruf von einem Mann. Er teilte ihr mit, dass ihre Tochter in Ecuador sei. Die Polizei vermutete daraufhin, dass Jacqueline tatsächlich noch am Leben sein könnte. Sie vermuteten, dass Oscar das Mädchen aus dem Land bringen und dann an Menschenhändler verkaufen könnte. Doch auch diese Version konnte nicht bestätigt werden. Obwohl man gemeinhin sagt, dass die Zeit heilt, ist die Zeit für die Angehörigen des vermissten Mädchens ihr schlimmster Feind geworden. Obwohl der Mann, der für Jacquelines Verschwinden verantwortlich sein soll, hinter Gittern saß, wurde sein Prozess nie vollständig abgeschlossen. Am 1. April 2014, nach mehr als 400 Tagen quälenden Wartens, erfuhren die Eltern des Mädchens, dass ihre Tochter tot war. Dies wurde ihnen von den örtlichen Behörden mitgeteilt. Nach Angaben der Familie wurden die sterblichen Überreste von Jacqueline am 18. September 2012 gefunden. Zu diesem Zeitpunkt galt sie noch als vermisst, aber erst 1,5 Jahre später konnten die Gerichtsmediziner genau feststellen, wem die Überreste gehörten. Die Angehörigen des Opfers sind verblüfft, dass es so lange gedauert hat, die Überreste ihrer Tochter zu identifizieren. Die Behörden erklärten, die lange Zeit sei auf den Zustand der Überreste zurückzuführen. In der Tat wurden nur einige Knochen des Opfers, ein Teil des Schädels, eine Haarsträhne und einige Kleidungsstücke gefunden. Der Fundort war eine Zuckerrohrplantage. Nach einer Untersuchung des Geländes kamen die Behörden jedoch zu dem Schluss, dass das Mädchen nicht hier ihr Leben verloren hatte. Experten stellten klar, dass sich der Körper der Verstorbenen aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit innerhalb weniger Tage zersetzt hatte. Daher war es fast unmöglich, die Todesursache festzustellen. Auch war es nicht möglich festzustellen, ob das Opfer zur Intimität gezwungen wurde. Die Experten, die die Leiche untersuchten, waren sich jedoch einig, dass der Tod auf einen körperlichen Angriff zurückzuführen war. Die trauernden Eltern erhielten nur eine kleine Schachtel mit den sterblichen Überresten ihrer Tochter. Da José und Flor kein Geld für eine angemessene Beerdigung hatten, wandten sie sich an einige Bürger, um Hilfe zu erhalten. Nachdem sie die Unterstützung erhalten hatten, kehrten sie in die Gemeinde Margaderes zurück und hielten dort eine Abschiedszeremonie ab. Die Angehörigen des Mädchens mussten fast 3 Jahre lang auf Gerechtigkeit warten. Am 31. Januar 2017 verkündete das Gericht nach einer Reihe von Anhörungen schließlich sein Urteil und verurteilte Oscar Eduardo Cadavid zu 43 Jahren und 4 Monaten Gefängnis. Darüber hinaus musste der Verurteilte nach dem Urteil des obersten Strafrichters eine finanzielle Entschädigung zugunsten der Angehörigen des Opfers zahlen.
Obwohl der Richter die höchst zulässige Strafe für eine derartige Straftat verhängte, erklärten die Angehörigen des Opfers, sie würden gegen das Urteil Berufung einlegen. Sie sind der Meinung, dass Oskar möglicherweise nicht allein gehandelt hat. Am Ende des Prozesses sagte Flor, die Mutter des verstorbenen Mädchens, dass die Strafe des Täters nicht in der Lage sei, ihre Tochter zurückzubringen, genauso wenig, wie sie ihr den Schmerz nehmen könne. Dennoch habe sie das Gefühl, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei, sagte sie. Die Frau sagte, sie werde ihr Leben dem Andenken an Jacqueline widmen. Sie sagte auch, dass sie sich der Unterstützung von Familien widmen werde, die mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert waren. Oskar verbüßt derzeit seine Strafe in einem Gefängnis in der Stadt Galli. Er weigert sich strikt, mit den Medien zu sprechen und plädiert weiterhin auf nicht schuldig. Die Angehörigen der Verstorbenen leben weiterhin in Ungewissheit und wissen nicht, wie die letzten Stunden im Leben ihrer Tochter verlaufen sind. Sie müssen sich an die Erinnerung klammern, die sie an sie haben. Ihr einziger Trost ist der Gedanke, dass es den Himmel gibt. Dort wird ihre Tochter keine Schmerzen mehr haben und sich glücklich fühlen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.